Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren muy saftigen Episode Let's Play Sons of the Forest. Scheiße, Klosemal, schön, dass ihr wieder da seid. In der letzten Episode haben wir unser Lager weiter aufgefüllt, noch ja, letzte Reste der Verteidigung fertig gemacht. Und wie es jetzt weitergeht, nach dem Intro, viel Spaß. Get up, down for the bases, down. Und da sind wir auch wieder back in business und hallo Frau! Hallo! Ja, nice, da würde ich sagen, oh, die Frau hat Nom Nom. Ich habe ihn auch. Yeah. Nom Nom, Nom Nom, gut, diese. Einmal voll essen. Die Frau wollte weiter am Lager bauen. Ja. Yeah. Und ich muss auch etwas am Lager anbauen. Eine Kleinigkeit und, wenn wir das haben, ist es gut, diese. Ah, Virginia hat uns wieder Heidelbeeren mitgebracht. Das ist ja sehr nett. Oh, mein Essen ist leer. Ja, meins auch. Da. Gut. Dann wollen wir mal gucken, ob das überhaupt geht, was ich vorhabe. Mhm. Und damit das hier keinen nervt, baue ich das hier an. Hier würde es gehen, hier würde es auch gehen. Perfekt. So einen kleinen Anbau machen. Muss nicht sonderlich groß sein, aber wenigstens so ein bisschen was. Weil sonst kriegen wir irgendwann noch Probleme mit der Gewerkschaft. Warum wir Mitarbeiter ja. haben, aber kein Aufenthaltsraum für die. Nicht, dass Virginia auf die Idee kommt, hier irgendwie einen Streik anzuzetteln. Kevin ist zu blöd dafür, da mache ich mir keine Sorgen. Aber Virginia, Kritisch. Ja. Meinst du so eine 2x1 Foundation langt? Ja, ne? Ja, ne? Wir wollen ja auch nicht übertreiben. Obwohl. Komm, wir machen Gönjamin. Wir machen den Gönjamin. Ah, Kevin wieder fleißig rumlaufen. Das ist ja ein geiler Typ, Mann. Kevin, also ganz ehrlich, ich möchte, dass du Fisch noch holst. Wir sind noch lange nicht fertig, Peterfüll. Let's go. Wir sind noch lange nicht fertig, Hans-Jürgen, Dieter, Otto. Und lass mein Bäumchen in Ruhe. Oh, Kevin, Alter. Ich glaube, der hat gerade den Kopf geschüttelt, weil du ihn geschlagen hast. Holt er kein Holz? Der soll auch kein Holz holen, der soll Fische holen. Das macht er auch gerade. Ja, so. Macht er. Durch den Schläg durch. Krasser Typ, Mann. Krasser Typ. So, 3x1. Da siehst du mal wieder, wie gut ich dir zuhöre. Ja, ja. Du, ich bin's gewohnt. Wow. Ja. Tu nicht so, dass ich dir gar nicht zuhöre, ja? Was hast du gesagt? Genau. Wahnwitz. Mhm. Super lustiger Witz, haha. Ja, doch, ich finde ihn gut. So. Wenigstens findest du den gut. Jo, reicht doch. Na dann. Reicht doch. Kevin, wie viel Fisch haben wir da? Ich will die ganzen Dinger voll sehen. 4. Sehr gut, sehr gut. Vor allem, hier kommt dann so ein Schrägdach drauf, Freunde. Und da drauf Solarpaneele. Damit wir wenigstens ein bisschen. Wir brauchen Licht langsam in dem Lager, ja klar. Ja. Dadurch, dass wir das jetzt auch nutzen, braucht was langsam. Das bietet sich also an. Oh, Kevin ja. hat einen Fisch dabei. Ich bin begeistert. Oh, dann kriegen die hier so eine kleine Bunga-Bunga-Zentrale, die beiden. Und dann ist das voll gut. Ich versuche, die beiden miteinander zu verkuppeln. Damit intelligent und
nicht so intelligent irgendwie ein bisschen davon abgeben oder was? Kevin findet die Idee mit dem Verkuppeln super. Der hat mir gerade ein Däumchen gezeigt. Ey, bist du denn schon fertig? Dann... Als ob der fertig ist mit Fisch holen. Nein, ist auch nicht. Hol Stämme und mach die Behälter voll. Bei Holz brauchen wir nämlich auch. Und Fisch haben wir gerade welchen da. Los. Schau. Und zur Not ziehe ich los und organisiere uns einen Rehrücken oder so ein Scheiß. Das ist kein Problem. Wir haben ja eine gute Jahreszeit dafür, sagen wir es mal so. Ja, das stimmt. Weil Holz ist nämlich fast leer. Und wir brauchen da für die obere Etage ja auch noch Holz. Ach, stimmt. Ja. Yeah. Sonst, wir haben Problem. Das wäre... Oh, ich mag das Geräusch, wenn Kevin Holz holt. Das klingt so, als würde er arbeiten. Das kennt man gar nicht. Von dem. Nee, ab und zu macht er gar nichts. Ah, Virginia bringt einen Fisch rum. Finde den Fehler. Ja, Kevin. Die Frau ist dir um Längen voraus. Dann haben wir hier so ein Ding. Das könnte gut werden. Schön, schön. Oh, Kevin braucht wieder zu lange, Alter. Dieser hässliche Ficker, ne? Das ist unglaublich. Jeet! Eine richtige Evolution. Ja, ja. Ich bin gerade mal drüben, weil das dauert mir ein bisschen zu lange. Ja, ich hätte jetzt auch Holzklopfen. Ach Quatsch, alles gut. Alles gut. Mach da deine Sachen. Alles gut. Ja, ich hol gerade diese Steinbrocken da. Ja, siehst du? Das ist schon nervig genug. Ach, alles gut. Kannst du doch nichts dafür, dass die Evolution und die Intelligenz bei der Vergabe bei Kevin irgendwie nicht anwesend war. Der braucht einfach ein bisschen lange. Richtige Evolutionsbremse, der Typ. Kevin ist der Grund, warum Außerirdische uns niemals irgendwie angreifen würden. Der niemals. War schon hart. Was daran hart, Alter? Der Arme. Wieso der Arme? Man, wir geben dem den Arbeitsauftrag und der braucht erstmal 5 Jahre, Alter. Unglaublich. Zack, zack. Manchmal brauche ich auch ein bisschen länger, ja? Ja, aber doch nicht so lange wie der. Weiß ich nicht. Außerdem bist du nicht blöd. Der schon. Andere würden was anderes behaupten. Mir doch scheißegal, was andere sagen. Sehe ich so aus, als würde mich das interessieren? Nein. Manchmal? Nö. Nicht mal im Boah, Ansatz. Fliege jetzt an. Ey, verpiss dich von meinem Gesicht, ich schwör's dir. Ist schlimmer als Kevin, Alter. Wirklich. Ja, das ist halt Dorfleben, ne? Fliegen in der Bude ohne Ende. Kannst du in der Stadt auch haben. Ja, aber wenn du da Kühe 10 Meter neben deinem Haus stehen hast, da hast du eine Fliegenplage ohne Ende. Ei. Jeet.
war es das? Kann ich Steine eigentlich auch rüber schicken? Ja. Mittlerweile geht's. Seit dem letzten Update kann man auch so Steine transportieren. Ich glaube nicht, dass ich. Nee, ich komme da oben nicht dran. Nee, das musste hier hochkommen. Ja, als ob ich jetzt da hochkletter. Ah, ja, für gut, dich würde sich das nicht lohnen, aber diese Quadersteine, das sollte gehen, ja. Ist mir egal, ich mach das jetzt. Probier das mal. Ja. Vollständig. Oh. Ist wieder aufgenommen. Ich glaube, es ist auch ein bisschen einfacher nochmal für mich. Ja, das Problem ist nur, dass diese ganzen Quader jetzt hier landen, ne? Weil wir keinen Spot haben. Ja, du, alles gut. Ich sammle die eh ein. Da drüben liegen so viele Steine, die muss ich alle noch verbauen. Kevin ist so eine faule Kackbratze, Alter. Das ist unglaublich. Wo laufe ich denn hin? Ich muss auch hier das Kevin Home fertig bauen, Mann. Nein! Ich glaube, das reicht jetzt aber erstmal wieder an Stein gleich. Aha! Ja, ja. Jetzt setze ich hier einmal so ein Ding dran. Und dann brauchen wir Holz fürs Dächlein. Und dann haben wir's. Naja, noch nicht ganz. Hier muss dann noch Wände und Türen rein und so, aber Türen für Kevin? Ach, weiß ich nicht. Brauche er nicht. So. Türen für Kevin, Alter. Was kommt als nächstes? Fenster? Nee. Ekelhaft. Für Kevin? Sowas, ja. Sowas bekommt er nicht. Ne, ist glaube ich auch ein bisschen zu viel Luxus, ne? Wir wollen jetzt auch nicht übertreiben. Sind schon ein bisschen arschlochmäßig, ne? Wieso ist es arschlochmäßig? Das ist nicht arschlochmäßig, ne? Stimmt nicht. Im Wesentlichen sind wir ja hier diejenigen, die arbeiten. Und wer nicht arbeitet, ne? Wird auch nicht entlohnt. Oh mein Gott, danke. Du machst mir gerade die Arbeit viel einfacher. Lass mich verarschen. Hey, was denn? Ja. Mach doch gar nichts. Alter, da rutscht man aber ganz schön runter. Aha. Alter, wo will das Brett hin, Alter? Wo ist das hin? Über die Palisade drüber. Okay, ja, schau. Da hinten irgendwo hin. Tschüss! Du machst mir gerade meine Arbeit so viel einfacher, ne? Ich muss wenigstens nicht mehr so außen rumlaufen, weißt du? Ich rutsche hier die ganze Zeit vor diesem Dach und das ist... phänomenal. Das ist weggeschoben. Phänomenal, Alter. Hi, Virginia. Was geht? Was man nicht alles tut für seine arbeitende Bevölkerung, Junge, Junge. Wir sind einfach die Good Guys hier. Mich umgesehen, ja. Wir sind eindeutig die Good Guys. Ja. Einfach zu nett für diese Welt. Ist ja absolut uneigennützig von mir oder von uns hier, so ein Dächlein noch daran zu setzen. Sieht aber gut aus. Dankeschön, dankeschön.
kriege ich jetzt hier kein Dachding drauf? Das so, ich bin gleich mit der Umrandung fertig. Ah. Dann musst du mir nur sagen, wie es jetzt weitergeht. Ja, erstmal gar nicht. Erstmal gar nicht. Warum geht das hier nicht? Okay, fertig. Aha. Ich bin. Jetzt lagere ich die restlichen Steine noch ein, die da vorne liegen. Doch, Digga. Aber von der Seite geht das natürlich nicht. War ja wieder klar. Oh Mann. Dass der da immer so runterslidet, dieser diese Gesichtswurst, Alter. Gesichtswurst. Ist auch gut. So, Dach ist schon mal fertig. Nice. Dann können wir hier schon mal die Paneele drauf böllern. Eins, zwei, drei. So, ich habe drei Solarpaneele jetzt hier drauf geböllert. Ja, das wird ja reichen, oder? Ja, 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 klar, Logo. Draht haben wir. Bisschen was da. Ich habe auch noch Draht, falls es nicht ja, reichen ja, sollte. Ja, alles gut. So, was geht da? Alles gut, aber ja, werde ich gleich brauchen. Draht. 1, 2, 3, dann ist... Der geht da rein. Drei. Okay. Dann ist das schon mal in Anführungszeichen verbunden. 1, 2, 1, 2. Das kann ich gleich mal direkt testen. Yep. 1. Das erste Licht brennt hier drin. Nice. Draht habe ich noch mehr als genug. Sah noch so wenig aus, aber Arschlecken. Oh, keine Glühbirnen mehr. Junge, Junge. Brauchst du noch Glühbirnen? Alles gut. Wir müssen noch welche hier im Hauptgebäude haben. Da war ich mir eigentlich sicher, dass ich da was eingelagert hatte in der Richtung. Eigentlich. Ich habe hier ein Regal, was komplett leer ist. Ist das ein Anzeigebug? Ich komme gleich mal. Ob ich da irgendwas sehe. Aber ich sehe hier keine Glühbirnen. Nee. Du hast noch dein Nom-Nom auf dem Feuer. Ja, das ist nur der Kochtopf.
das bei dir? Das Regal. Das hier, ja. Ja, das ist bei mir auch leer. Okay. Warte, ich gebe dir mal die Glühbirnen. Jo. Ja, aber dann haben wir schon mal Licht dort, ne? Das ist doch mal sinnvoll, Freunde. Also, du ballerst mich hier nach Nirvana. Ja, ich seh's. Alter, wie viel Glühbirnen hast denn du? 8 Stück? Lol. Danke. Ja, das war's. Draht hast du ja noch, sagst du. Draht habe ich noch ausreichend. Ist schon fast alles verdrahtet. Ach so. Na dann. Ach, na dann, Birnchen, na dann. Ja. Ich schau gerade so ein bisschen, dass wenigstens ein bisschen das Lager aufgefüllt wird. Mm. Weil wofür ein Lager, wenn es nicht auch gefüllt ist, ne? So, Licht ist da. Die Etage ist schon mal fertig. Nice, nice. Was ich nochmal machen kann für alle Fälle. Zack. Mal hier Querstrebe. Passt. Ja. Jetzt sieht man auch im Dunkeln dann hier in diesem Lager. Perfekt. Also das ist jetzt einmal komplett abgehandelt, die Nummer. So, jetzt könnte man hier theoretisch entweder eine Sitzgelegenheit noch machen, irgendwas Offenes. Mhm. Oder man macht das halt wirklich zu. Weil da jetzt ein Bett hinstellen und so ist Stuss. Ja. Ich würde einfach nur Sitzgelegenheit hinballern. Frage ist nur, was? Warum liegen denn hier hinten so viele Baumstämme? Was macht denn Kevin schon wieder? Gar nichts, oder was? Rumeiern. Absolut rumeiern. Ja, ich merk's. Heute ist irgendwie hier schöner Wohnen angesagt. Was ist denn jetzt los, Alter? Irgendwann muss es ja auch mal sein, ne? Ah. Kann ja nicht immer leben wie... Keine Ahnung. Stellen wir hier halt nochmal so einen Tisch bereit. So, und zwei Bänke. So, das müsste ja dann eigentlich passen. Ich sehe ja schon kommen, wenn ich da jetzt die Bank hinstelle, dann bangen die sich fest. Weil Trottel und so. Ja, das kann natürlich auch sein, ne? Ne, machen wir anders. Tisch ja, und dann nehme ich einfach die Dings. Die Knochenstühle. Die brauchen nicht so viel Platz. Ah, ja. Problem gelöst. Sieht außerdem noch gut aus. Jo. Weil Knochen haben wir ja genug. Knochen haben wir mehr als genug.
Auch Kevin findet das geil. Der hat mir da hinten erstmal ein Däumchen gezeigt. Hier, moin. Nur, dass ja, Kevin hier kein Mitspracherecht hat, ne? Ja, Vogel. 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 Das war dumm, ein Gedanke. So. Jetzt haben wir hier so eine kleine Terrasse. Quasi. Oh, das dreht man sich dann so ein bisschen zurecht. Und dann backt da auch keiner mehr rum. Oh, zack. Easy peasy. So, dann holen wir mal Knochen. Schädel haben wir im Hauptlager. Wird schon wieder dunkel oder wie? Ja, ist gleich wieder Folgenende. Jo, moin. Oh je, nee. Ja, so schnell kann's gehen, Freunde. So schnell kann's gehen. So viel habe ich doch noch gar nicht gemacht. Was? Mir fehlt ein Schädel. Hast du einen Schädel? Warte, ich guck mal kurz. Ja, hab ich. 3 Stück sogar. Ja, alles klar, dann komme ich mal rum. Bin hinten bei der Leine da. Jeet. 2 Schädelchen brauche ich. Mhm. Hallo. Hallo. Danke. Tada. Gut. Haben wir, Freunde, haben wir. So, macht man hier einmal den da. Schlüchen 1 ist fertig. Türchen 2 ist fertig. Nice. Ja, das war's, fertig. Easy peasy. Also wir beide verbangen uns da nicht. Das wollte ich nämlich gerade testen. Chillig. So, jetzt haben wir quasi 2 in 1 lösen können. Wir haben Strom jetzt für unser... Kevin, was ist los? Oh! Babys. Ach, damit kommst du ja klar, oder? Ja. Perfekt. Wo kommst du denn her, du Mistmarder? Ach, damit kommst du ja klar, ne? Es war nur 1, aber wo kam das her? 1. Ja, 1. Ich glaube nicht, dass ein Baby alleine kommt. Nee, kommt auch nicht. Kevin bringt gerade die ganze Geburtstagsparty hierher. Wer von denen hat den Geburtstag? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich irgendwie Chantal oder so. Ja. Was denn? Lass mich raten, Likoka. Von der Größe her. Oder was? Scheiße, komm das her! Das hast du gesagt. Oh, fuck, Alter. Ja, dafür gehe ich auch gleich drauf für den Spruch. Shit. Mal kurz Medics reinballern in die Rüstung. Let's go. Irgendwo, wo sind hier noch ein Baby rum? Aber frag mich nicht wo. Keine Ahnung. Speck. Hat sich in Luft aufgelöst. Ja. Scheint so. Hä? Wollte ich mir nicht Medics reindrücken? Ich habe mir Medics reingedrückt und trotzdem
Regenerierte kann nehmen. Wenn du dann nochmal gehittet wurdest in dem Zeitraum. Ja, ich wurde aber nicht gehittet. Nicht ja, ja, ist mir schon klar, aber ich wurde nicht gehittet. Eigentlich. Okay, mystisch. Ja, finde ich auch. Oh. Mystisch, Freunde. Ich mache hier gerade ein bisschen Schafgarbe hier fertig. Ein bisschen Mixtur und so. Zack, zack. Mhm. Dann passt das schon. Dann schnabuliere ich davon nochmal eine Runde. Jawohl. Und hab dann auch gleich mein Leben wieder. Nice. Ja. Man weiß sich ja zu helfen, Freunde. So ist ja nicht. So, perfekt. Frau, übertreib nicht. Was denn? Ja, hier das Lager, das sieht schon wieder aus wie Scheiße. Ja, ich räume doch jetzt auf. Wo ist das Baby? Hier ist gerade ein Baby lang gesneakt. Komm her. Habe ich dich? Ja, nein, vielleicht bitte nicht beides ankreuzen. Wo bist du? Das backt hier voll rum, das kleine Kackbalk, Alter. Spring doch in die Absperrung. Warum springst du denn nicht einfach in die Absperrung? Das wäre voll lustig. This baby is on fire. Mein Gott, das hat sich gerade angehört, als ob ein Hund irgendwie anfängt zu weinen. Hallo. Ja, gut, Leute. Dann würde ich aber sagen, für heute soll es gewesen sein. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, positive Bewertung, da lasst mir auf jeden Fall ein Träumchen. Ganz wichtig. Checkt die Videobeschreibung ab. Partner Instant Gaming, Triebwerk und der Merch sind selbstverständlich verlinkt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit dir. Noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, macht's gut und ciao. Tschüss.